Hallo, die Damen. Was macht ihr denn hier? Ja, wir sind heute auf der Demonstration hier in Berlin am Brandenburger Tor. Und wir genießen es, dass sich die Leute wieder trauen, auf die Straße zu gehen. Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Ja, und es fühlt sich fast schon wieder wie Oktober 89 an. Deshalb finde ich das eigentlich auch ganz gut, dass die Leute sich endlich wieder trauen, ihre Meinung zu sagen, dass sie sich halt nicht von einem Innensenator bevormunden lassen und dass sie ihr Recht auf Demonstration und Meinungsfreiheit wahrnehmen. Ganz genau so ist es. Wir sind ja beide gebürtige Ostlerinnen. Und insofern ist das in gewisser Weise für uns tatsächlich ein Déjà-vu, das wir sehr genießen und sehr begrüßen. Und wir finden es toll, dass sich die Leute nicht einschüchtern lassen können. Und wir freuen uns auch, dass es wirklich lagerübergreifend ist, dass es hier kein Rechts, kein Links gibt, dass die Leute hier wirklich ausschließlich für ihre Freiheit und für ihre Grundrechte demonstrieren, dass es keine Rolle spielt, wo jemand politisch steht. Und wir werden den ganzen Tag heute wirklich genießen und tolle Gespräche mit allen Leuten führen. Habt ihr auch das Gefühl, dass sich die Bundesrepublik immer mehr wie die DDR anfühlt? In gewisser Weise ist das tatsächlich so. Also wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel in der Schule nicht mehr so reden darf, wie ich denke, weil das vielleicht zu Komplikationen führen kann mit der Lehrerschaft oder mit den Klassenkameraden. Oder wenn ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis schon aufpassen muss, wem ich was erzähle oder mit wem ich über welche Themen spreche, dann hat das schon sehr, sehr ähnliche Züge zu dem, was in der DDR passiert ist. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also es fühlt, ich will es nicht vergleichen, aber es fühlt sich in manchen Momenten wirklich schon so an. Man dreht sich wieder um. Wer steht hinter einem? Kann ich das noch sagen? Und das ist ein Gefühl, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten. Wir wollten eigentlich überall und jederzeit frei unsere Meinung äußern können. Dafür waren wir 89 auf der Straße und dafür sind wir heute auch wieder auf der Straße. So ist es. Ja, man flüstert wieder, heißt es. Genau. Hin und wieder. Ich danke euch. Ja, viel Spaß noch. Viel Spaß. Tschüss.